Ja, moin moin und herzlich willkommen zu Nachgerichtet am 4.7.2022. Ja, ich weiß, es ist spät, aber die Montagssendung dürfen wir definitiv nicht verpassen. Wochenende war eine ganze Menge los. Ich habe jetzt nur mal die Highlights da rausgepickt, weil sonst sitzen wir hier in 2 Stunden noch, weil so viel los ist. Darum fangen wir auch gleich an. Heute wird es bestimmt ein bisschen zwischendurch ein bisschen kürzer sein, wie das letzte Mal, weil sind ganz schön viele Sachen, aber sehr amüsante Sachen dabei und manchmal auch kuriose Sachen. Und unsere Schwupplerwelt, unsere Top-Medien sind auch wieder ganz vorne mit dabei. Ja, hier Südkorea, da sind immer ein paar Ballons mit Nachrichten rübergeschickt worden. Jetzt sagt Pyongyang, da war dann Corona drin. Ja, nee, schon klar. Aber er hat recht, wissen wir ja, ist einer von den ganz Guten. Da habe ich gedacht, Deutsche Bahn lässt testen, Solarzellen im Gleisbett. Potenzial von 5 Atomkraftwerken. Na, so selten wie die Bahn fährt, kann man da auch mal Solarpaneelen dazwischen packen. Von daher, der Plan ist gar nicht so schlecht. Wenn die öfters fahren würden, wird es schwierig wahrscheinlich, dass da überhaupt genug Sonne reinkommt. Aber wie gesagt, fahren ja nicht ganz so oft. Die gute Dame soll ja Antidiskriminierungsbeauftragte werden. Ferda Ataman, wie auch immer, Gesundheit. Ist, soviel ich weiß, ist sie Türkin oder jedenfalls türkische Wurzeln. Sollte dann ja eigentlich bei unseren Immigranten gut gefragt sein, ist sie aber irgendwie nicht ganz so, weil irgendwie sagt die Ehrenmorde und sowas gibt es nicht. Die junge Dame sollte man sich mal ein bisschen genauer angucken. Ich finde die jetzt auch persönlich nicht ganz so gut. Aber wir müssen ja bunt werden in unserer Top-Regierung, also von daher volle Fahrt voraus. Ja, hier Europol. Da dürfen jetzt wieder, oder oder ist ab Montag letzter Woche ist das in Kraft getreten. Nee, ab Dienstag, Entschuldigung. Ab Dienstag ist das Ganze in Kraft getreten. EU-Gesetzgeber haben die Befugnis, europäische Polizeibehörden mit Reform deutlich zu erweitern. Also es darf fleißig abgehört werden. Jo. Es soll ja nur der Kriminalisierung und dem Terrorismus dienen oder zur Aufklärung da dienen. Wo fängt Kriminalität an? Oder wo fängt Terrorismus an? Das ist immer eine gute Frage, weil das haben die jetzt nicht so genau da festgelegt. Von daher, Ampelplan, ja. Alle Menschen soll Geschlecht und Vorname künftig selbst festlegen dürfen. Also einmal im Jahr könnte man jetzt sagen, ich bin jetzt eine Frau oder ein Mann, je nachdem, wie auch immer. Da habe ich persönlich so ein bisschen meine Bedenken, weil wenn eine Frau ins Frauenhaus flieht, weil ihr Männer sie nicht ganz so freundlich behandelt, könnte der Mann theoretisch sagen, ich bin jetzt eine Frau und kommt jetzt in dieses Ding rein. Oder in Gefängnissen wird es bestimmt auch interessant. Ich bin mal gespannt, wie viele Schwangerschaften es dann auf einmal in den Frauengefängnissen gibt. Fragen über Fragen. Ist das geklärt? Dürfen die das? Dürfen die das nicht? Ja. Da sind sie sich auch noch nicht ganz so einig. Also von daher, kurios, kurios das Ganze. Wie gesagt, ich bin persönlich nicht dafür. Wie gesagt, bei 2 Geschlechtern habe ich immer noch aufgehört zu zählen.
Ja, hier ist ein junger Mann kurz vor seiner Aussage vor dem Repräsentantenhaus in Amerika verstorben. Plötzlich und unerwartet. Zufälle gibt's. Sehr kurios. Weil geht ja gegen Donald Trump. Oder in dem Fall für ihn, weil er hätte für ihn ausgesagt. Der Mann war nicht mehr unter uns. Das fand ich hier von der Berliner Zeitung. Was ist dran an der Theorie von Great Reset? Ressourcenknappheit ist ein Fake. Das ist ein Zitat von der Berliner Zeitung. Ist nicht von mir, liebes YouTube. Das machen die, nicht ich. Ich lese hier nur vor. Die haben dieses Thema Great Reset mal ein bisschen auseinandergenommen. Und ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Artikel. Solltet ihr durchlesen. Unter dem Video auf jeden Fall die Links dafür. Schaut es euch mal an. Weil, ja, Verschwörungstheorie oder nicht, das könnt ihr bitte selber entscheiden. Hier, unsere Bundesregierung hat ja scheinbar immer noch genug Kohle. Und versaut erstmal von Carpendale einen Song. Haben einen Impfsong draus gemacht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe ihn mir gerade mal angehört und ja, persönliche Meinung, ich bin davon nicht ganz so begeistert. Persönliche Meinung, wie gesagt. Kann sich jeder selber angucken. Über die Welt ist der Link dann auch nach YouTube. Und da kann man sich den anhören. Ja, hier kriegt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, denke ich mal, ein paar Probleme. Weil Herr Ballweg hat mal kurz 12 Anwälte zur Seite bekommen. Und liebe Staatsanwaltschaft, zieht euch warm an. Die Jungs haben es drauf. Nur mal so. Das war so, ja, wo ich auch zuerst dachte, sie hatten ja am Freitag das super Ding da rausgebracht, wir hätten zu wenige Daten. Und darauf konnten sie halt keinen vernünftigen Bericht schreiben. Ja, was macht kurz vorher unsere Bundesregierung? Für den Herbst sind die Weichen gestellt für Impfkampagne. Und ja, so weiter. Alles in diese Richtung. Der Herbst wird kommen. Oh Gott. Ja. Schauen wir, was rauskommt. Da war ich tatsächlich ein wenig erschrocken. Wie kann man denn sowas machen? Grand Slam in Frankreich war ja gerade. Und die ganzen Spielerinnen waren Corona-krank, waren aber fit genug, um spielen zu können und haben das einfach verschwiegen, dass sie Corona haben. Böse, böse, böse. Jo. Zum Tennisspielen hat es gereicht wahrscheinlich. Ja, hier ist eine Geschichte, da haben die ja wegen unseren G7-Gipfel Grenzkontrollen eingeführt. Und haben sage und schreibe, warte, wo stand das? 2481 Verhandlungstreffer gehabt. Wow. Nein, doch. Oh. Ja, das war eine ganze Menge. Allein auch 3572 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Wie Wunder, was auf einmal so Grenzkontrollen bewirken. Weil ich habe ja nichts dagegen, wenn die Leute herkommen. Auch wenn es, ob das jetzt Flüchtlinge oder was auch immer sind, um Gottes Willen. Wir helfen ja auch gerne, ist überhaupt gar kein Problem. Aber man sollte schon wissen, wie man sich hier ins Land reinholt und Kontrollen und mal nachzuschauen, was die Damen und Herren auf dem Kerbholz haben, wäre gar nicht so schlecht. Das ist aber meine persönliche Meinung wieder.
Und helfen können wir auf jeden Fall alle. So. Das ist so eine Geschichte hier. Das ist von Humboldt-Universität Berlin. Die haben, wie soll man das, einen Beitrag, also die wollte eine Vorlesung machen. Ist eine Biologin und die wollte gendergerecht erzählen, dass es halt nur zwei Geschlechter gibt. Die wurde abgesagt, weil da ganz schön viele Leute dagegen waren und sagen, nö, wir haben irgendwie 70 oder keine Ahnung, wie viel wir hier jetzt haben. Ja, da haben die ringsrum ein bisschen Alarm geschlagen. Deswegen wurde der Vortrag abgesagt da. Weil die Sicherheit nicht gewährleisten können. Sehr abgefahren. Mann, Mann, Mann. Und da sollen wir jetzt hier im freien Land leben und jeder darf frei seine Meinung äußern. Nennt man Meinungsfreiheit, oder? Sehe ich das verkehrt? Ich glaube nicht. Ja, scheinbar darf man es dann doch nicht. Jedenfalls nicht, wenn es die richtige ist. UKSH, das ist die Klinik in Kiel. 70 Ärzte und 200 Pflegekräfte infiziert. Erster Corona-Stand, Notstand in deutscher Klinik. Die sind 97% geimpft. 97 oder 98%. Nagelt mich jetzt nicht hundertprozentig drauf fest. Aber so um bei. Und die sind jetzt alle krank? Das finde ich schon krass. Ich habe gedacht, die Impfung hilft. Okay. Sie reden nicht mehr über die Ungeimpften. Na, wie komisch. Dafür haben wir auf jeden Fall jetzt ein neues Ding. Affenpocken. 1054 Fälle in Deutschland. Jo, ist nicht so schlimm. Oder auch doch, weil wir haben ja einen Impfstoff jetzt gekriegt. 5300 Impfdosen sind nach Deutschland gekommen. Ja, 110.000 wurden bestellt. Also von daher, macht euch keine Sorgen. Die Impfung ist auf dem Weg. Unser Klabauterbach-Vogel weiß genau, was er tut. Von daher freie Bahn nach vorne. Ja, hier, wie gesagt, die niederländischen Bauern, die haben definitiv so ein bisschen die Faxen dicke. Die kriegen gerade richtig auf die Straße, weil die legen zurzeit gerade alles lahm, was in irgendeiner Weise nur geht. Ich habe schon Videos gesehen, da wurden Bauern verhaftet, die standen sind in die Polizeiwache mitgekommen, haben sich die Bauern erstmal davor gestellt, haben ein bisschen Ramazamba gemacht. Die Bauern wurden wieder freigelassen. So geht das, wenn man zusammenhält. So funktioniert das. Jetzt haben sich sogar noch die Fischer da zusammengepackt und haben die Häfen mal kurz dicht gemacht. Da ist dann auch nichts mit rein und rauskommen. Ja, die Jungs und Mädels arbeiten auf jeden Fall zusammen. Finde ich persönlich super klasse, was sie da machen. Weil irgendwann ist auch mal Schluss mit unserer Regierung. Also irgendwann muss da auch mal Feierabend sein. Ja, das sind wieder so, das will ich eigentlich immer gar nicht lesen, weil das kann ja eigentlich gar nicht angehen. Das Berliner Zeitung, wohlbemerkt. YouTube, das ist Berliner Zeitung. Ne? Corona, wie Impfschäden immer noch heruntergespielt werden. Ja, die finden Post-Vax deutlich weniger schlimm als Post-Covid. Eine Forschung widerspricht, wer da gerade geschnarcht hat, das ist mein Hund. Der schläft hier gerade. Der schnarcht ein wenig. Nicht wundern. Entschuldigung. Aber der ist gerade auf der Couch eingeschlafen. So,
Hier haben auf jeden Fall, der Brandbrief ist unterschrieben von hunderten Patienten. Betreff unterlassene Hilfeleistung bei Impfnebenwirkung. Es ist adressiert an das Bundestagsabgeordnete und Mitglieder der Gesundheitsausschusses, an Frank-Ulrich Montgomery als Ratsvorsitzender der Weltärzteverband und weitere Ärztevertreter sowie an Wissenschaftler und Forscher der Uniklinik. Die Unterzeichneten kritisierten den Umgang mit unerwünschten Nebenwirkungen der Corona-Schutzimpfung. Wie gesagt, ist ein Zitat von Berliner Zeitung. Da, die läuft auch nicht mehr ganz so in der Spur, ne? Also irgendwie schwurbeln die sich auch ganz schön was zurecht. Ja, da wir ja nun Corona haben, wir haben die Affenpocken, wir haben ganz, ganz gefährliche viele Zecken und was nicht noch alles. Also komische Mücken haben wir auch noch in diesem Land. Und jetzt wird die nächste Sau im wahrsten Sinne des Wortes durch die Gegend getrieben, durchs Dorf gejagt. Die afrikanische Schweinepest ist aufgetreten. Ja, betrifft 300 Schweinehalter in Emsland. Ja, das sind irgendwie rund 200.000 Tiere. Die müssen da jetzt, ja, bestimmte Hygienevorschriften und so weiter einhalten. Ja, es reicht nicht, dass wir hier nur eine Pandemie haben. Da müssen definitiv noch ein paar her. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, und daran sehen wir, dass wir definitiv genug Kohle haben. Regierung gab wegen Corona 53,2 Milliarden Euro aus. 50 Euro krieg, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Allein nur für die Impfung 6,8 Milliarden Euro. Das nenne ich mal einen Schnapper. Preisgünstig. Dieses Video solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Da sitzt, was ist er, Arzt oder Pfleger, auf jeden Fall irgendwie sowas in der Richtung. Und der unterhält sich mit unserem Klabauterbach ein wenig. Ich habe es leider noch nicht ganz geschaut, aber ein paar Ausschnitte habe ich schon von gesehen. Der stellt unseren Klabauterbach mal ein bisschen zur Rede. Sehr empfehlenswert. Ich werde es mir gleich noch anschauen. Solltet ihr auch tun. Wie gesagt, alle Links hier unter und der selbstverständlich auch. So, Google hat jetzt mal ein bisschen sagen, sie schützen unsere Privatsphäre. Wow, Google schützt unsere Privatsphäre. Wenn man in Amerika jetzt da irgendwie zur Abtreibungsklinik und sonstiges hingeht, löschen die das in deinen Google-Verlauf. Das ist mal abgefahren. Und sämtliche Frauenhäuser und sonstiges, Schutzeinrichtungen und sowas für Frauen und so, das löschen die jetzt. Das, falls jemand mal in das Telefon reinguckt, nicht sehen kann, wo die Person gewesen ist. Sie haben da ja mit zugegeben, also ist jedenfalls wieder meine Interpretation, dass sie genau wissen, wo wir sind. Ja, ich sehe es regelmäßig an meinem Google-Telefon. Das sagt mir nämlich, wo ich ständig gewesen bin. Und die wollen, dass ich da irgendwelche Feedbacks für abgebe. Mache ich meistens nicht. Ja, irgendwie hier geht es mal wieder richtig um Knicken, weil irgendwie hat es unsere reichsten Männer der Welt dann doch mal ein bisschen in die Knie gezwungen. Tesla-Chef Elon Musk hat
in den vergangenen 6 Monaten rund 59 Milliarden Euro verloren. Amazon-Gründer Jeff Bezos 60,5 Millionen. Und Facebook, Mark Zuckerberg, wie auch immer der Vogel heißt, hat die Hälfte von seinem Geld verloren, zwar 56,5 Milliarden Euro. Ach, das sind Milliarden, das sind noch nicht mehr Millionen, Entschuldigung, das sind Milliarden. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sehr schön. Und zum allerletzten schönen Ding, man kann das so ein bisschen sehen, das ist der ZDF-Verwaltungsrat. Na, sehr interessant, wer da so alles sitzt. Ja, so viel dazu, dass unsere tollen Medien unabhängig sind. Wenn die CDU, die SPD, was haben wir, CDU, das sind ja alles, fast alles Politiker. Ja, finde ich mal sehr interessant. Habt ihr sie mal ein bisschen auf den Blick, ne? Das Ding findet ihr natürlich nicht als Link, aber auf Telegram ist das Ding. So wollte ich tun. Genau so. Ja. Heute mal ein bisschen im Eilverfahren durchgepauscht, das Ding, weil, wie gesagt, ist schon spät, ist auch schon dunkel draußen. Und ja. Es ist gleich auch nicht mehr Montag, sondern wir haben dann tatsächlich auch schon Dienstag in ein paar Minuten. Und von daher, so haben wir es. Danke für eure Unterstützung. Vielen Dank. Da. Genau. Abonnieren. Wenn man es immer mitkriegen soll, auch nochmal die Glocke anmachen. Dann kriegt man das auf jeden Fall mit, dass das Video wieder neu hochgeladen ist. Denke mal, wir sehen uns morgen. Mache ich nochmal ein kleines Video. Aber Bro, da wir ja Montag haben, ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt. Ich hatte es auf jeden Fall, habe das Wetter genossen. Ja, und war sehr schön auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, ihr auch. Macht euch alle noch einen schönen Abend. Viele werden es heute wahrscheinlich nicht mehr gucken, aber dann auf den Dienstag. Macht es gut. Die nächste Sendung wird bestimmt auch schon gleich fertig sein. Von daher. Bis dann.